Monster deine Neurosen therapiert. Guter Punkt. Lassen wir es lieber. So, und da drüben noch einen drauf. Nee, auch da drauf, okay. Dann nehmen wir noch den richtigen Stift. Wo ist der? Den sehe ich gar nicht. Und Poloschläger. Ich hätte Poloschläger. Der gehört noch nicht aufs Abstellgleis. Okay, gut. Sonst haben wir gar nichts mehr, was wir irgendwie verschmutzen, beschmutzen und umschmutzen können. Darum... Ich benutze nochmal Harvey mit den... Guck mal, Harvey, ein Kassettendeck. Oh nein! Und jetzt habe ich das Mixtape nicht dabei. Du hast mir ein Mixtape gemacht? Das ist so süß, Kumpel. Ja, aber jetzt wird es für immer im Mixer verschimmeln. Okay. Ansehen. Orgel. Achso, ich muss einfach so. Was ist das da? Schalter, Schalter. Okay, ich gehe mal runter kurz ins Büro. Ah, wo ist der Typ hin? Ich meine, der wollte doch die Orgel und ich habe keine Ahnung. So, wir gehen mal kurz in seinen Raum rein. Und nehmen einfach mal das Buch mit. Alles klar. First Steps. Geldofs Mama. Okay. Ich glaube, das sollte ich mir aufschreiben. Das habe ich natürlich doch. Ich habe mein Buch hier. Das war mein Deo. Das hat gerade einen Abflug nach unten gemacht. Okay, also ich brauche... 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dann haben wir auf der... Quatsch, auf der vierten haben wir einen. Auf der zweiten meine ich. Dann ist der auf der, der auf der... Ich habe hier was falsch gemacht. 1, 2, 3, 4. Achso, der eine liegt dazwischen, alles klar. Der liegt gar nicht hier, der liegt hier, dann liegt der hier und der liegt hier. So, okay. Kombiniert ist das dann, kombiniert. Ist das dann, wie mach ich denn das? Moment. Hier haben wir E. Dann haben wir einen Freiraum, dann haben wir G, A, H. Dann haben wir einen Freiraum, dann haben wir D. D, G, A, H. Es dauert mal ganz kurz. Dann haben wir hier E. Und dann haben wir hier bei E diese schwarze Taste. Die müssen wir als erstes drücken. Dann haben wir die schwarze Taste vor G. Die müssen wir als zweites drücken. Dann haben wir die schwarze Taste vor A. Die müssen wir als drittes drücken. Dann haben wir A selber als viertes. Und die schwarze Taste vor D als fünftes. Und bei der Gitarre, oh mein Gott, ey. Bei der Gitarre 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, der erste ist auf dem vorletzten. Dann kommt der nächste zwei Zeilen höher. Dann kommt der nächste wieder zwei Zeilen höher, dann kommt der nächste eine Zeile darunter und der kommt zwei Zeilen darunter. Ne, hier hin dann. So, das weg. So. Jetzt habe ich alles aufgeschrieben, okay. Gut, dann gehen wir mal raus hier. Geht so raus. Können wir noch irgendwas nehmen? Ich nehme mal das. Dem Fachchinesen. Okay. Können wir das da nehmen? Oh, können wir wirklich. Können wir das da nehmen? Ich bringe ihn besser irgendwo hin, wo noch eine freie Steckdose ist. So, jetzt bekommt er auch Strom. Und die Akustik ist ja auch besser. Alles klar, okay. Ich lasse einfach mal da stehen und gehe erstmal zur Orgel.
wer weiß, was sich da noch zutragen wird. Jetzt probieren wir es erstmal aus. Ich nehme mein schlaues Heft hier. Ich habe mir jetzt extra so ein Heft geholt für solche Dinge. Wir müssen als erstes mal rausfinden, wo E ist. Das ist C. Das ist H. E. Okay, gut. Also. This. Fizz. Giz. Ah. Und als letztes, Moment. Wenn das A war, kommt hier H. Nicht D und vor D das. Nochmal. Giz. Fizz. Giz. Fizz, Giz, Giz. A. Und das. Gehen wir mal raus. Spielt das jetzt oder was? Ich habe keine Ahnung. Ich gehe mal zu dem da. Und benutze das. Benutze. Jetzt ist es an. Nehmen. Ich schlepp den keinen Meter weiter. Du sollst ja auch die Gitarre nur nehmen. Hä? Okay. Wieder ein Rätsel. Ein von Proki, ne? Okay. Nein, du sollst da hoch. Wir gehen mal die Leiter hoch, mal gucken, was da ist. Was? Edna. Was ist dir passiert? Was hast du getan? Das kommt nun mal davon. Das hättest du niemals tun dürfen. Aber du hast doch gesagt, ich soll dir den Schlüssel machen. Und warum hast du auf mich gehört? Ich gehöre nicht in die Freiheit, Edna. Das hätte dir klar sein müssen. Jeder hat das Recht auf Freiheit. Guck dir den armen Pastor genau an, Edna. So sieht die Freiheit aus, die du mir geschenkt hast. Das ist dein Werk. Aber... Ich habe Maßnahmen getroffen, damit das nicht wieder passiert. Ich habe uns beide hier eingesperrt. Ich darf nie wieder in die frische Luft. Kann ich hier bleiben? Ich muss zum Haus meines Vaters. Du hast keine Wahl. Hier ist ein Rätsel, das selbst du nicht lösen kannst. Wie willst du hier rauskommen, ohne mich zu befreien? Er hat den Pastor umgebracht, Alter. Alter! Ich kann nichts dafür. Ehrlich. Wir sollten schnellstens hier abhauen. Der Typ ist ein echter Psychopath. Alter! Da ist nichts mehr zu retten. Das wollte ich nicht. Wir wissen, dass du das nicht wolltest. Da ist nichts mehr zu retten. Alter Schwede, ey. Poki. Dieser Stream beherbergt wohl eine der härtesten Szenen im Spiel. Ja, und damit auch den stärksten Bruch in der Gesamtstimmung. Das erste Mal, dass man halt so wirklich mit der tatsächlich ungeschminkten Brutalität konfrontiert wird, die, naja, indirekt und ohne es zu wollen, aber die sie ja tatsächlich irgendwo im weitesten Sinne zu verantworten hat. Und das wird ihr vom Schlüsselmeister auch sehr direkt vorgehalten. Und ja, wer hier nicht dreimal schluckt, sollte nachträglich vielleicht das Spiel niemals gespielt haben, ich weiß es nicht. Aber man soll ja über die Geschichte und über das Geschehene reflektieren. Und dies ist der Punkt, an dem man halt das erste Mal überhaupt angehalten wird, nachzudenken. Was hast du eigentlich die ganze Zeit über angerichtet? Yeah.
Okay, also... ich seh erstmal, hier rein. Ich erkenne das Alpha. Aber wo ist das Omega? Würdest du aus dem Blut rausgehen, Edna? Das ist nicht sehr schön. So eine habe ich schon. Vielen Dank. Mein Bruder hat mir... Siehst du dieses Licht? Halleluja. Benutzen. Ich bin nicht Gottes Fensterputzer. Dein Wort in Gottes Ohr. Muss ich mal ganz kurz sagen, mein Bruder hat mir gerade... Kennt ihr diese blauen Schlümpfe mit den roten und weißen Zipfelmünzen? Hat mir mein Bruder gerade eine ganze Schüssel hergestellt. Ich esse jetzt eins. Schmeckt, passt voll zur Stimmung einfach. Göttlich. Ja. Okay. Geht schön zwischen den Zähnen. Okay. Sorry, ich wollte die Stimmung nicht kaputt machen jetzt, aber ich kann bei sowas auch gar nicht ernst bleiben. Weil der Schlüsselmeister, ey, der ist... Ich hatte ja keine Ahnung. Mach ja keine Dummheiten. Ich rede mal mit dem. Ich glaube immer noch nicht, was du getan hast. Glaub's ruhig. Aber bitte leise, wenn's geht. Ich muss nachdenken. Warum muss er nachdenken? Mach ja keine Dummheiten. Edna, ich würde sagen, das ist der Punkt, an dem wir zuschlagen. Mach ja keine Dummheiten. Okay, es geht irgendwie alles nicht. Schlüssel. Ich habe noch immer den Generalschlüssel. Behalt ihn als Andenken. Ich will keine Schlüssel mehr sehen. Kriege ich dann den Schlüssel für die Kirche? Nein. Du bleibst hier drinnen zusammen mit mir. Ach, der muss doch selbst wissen, was er für... Ob bei ihm eine Sicherung durchgerostet ist? Der ganze Sicherungskasten. Und die lose Schraubensammlung. Ich hätte das kommen sehen müssen. Ach, Edna. Edna sei unbesorgt, das hätte niemand kommen sehen Willst können. Willst du die Kopfhörer hier? Bei dem Lärm, den du verursachst, wäre das keine schlechte Idee. Aber unangeschlossen sind die ziemlich sinnlos, meinst du nicht auch? Okay. Was soll ich machen? Ihm den Pony schneiden, damit er mal wieder klar sieht? Das... Ja, ich kann ja gar keine schlechten Witze drüber reißen. Diese habe ich mir vielleicht wirklich selbst eingebrockt. So darfst du nicht denken, Edna. Du kannst nichts dafür, dass bei ihm der Sicherungskasten unter Wasser steht. Ich habe ihn freigelassen, Harvey. Und dabei wusste ich doch, dass er verrückt ist. Ich weiß wirklich nicht mehr, ob das alles so gut ist, was ich hier mache. Ja, Edna, du hast doch ganz viele andere Leute freigelassen, die irre waren. Und keiner von den anderen ist so wie der. Alle anderen freuen sich ja drüber und... Auch wenn sie vielleicht wieder eingebuchtet werden oder so, denen tut das gut, die Freiheit mal ab und zu. Und der da ist halt was anderes. Das konntest du ja nicht wissen, dass der anders als die anderen ist. Was soll ich machen? Ihn aus meinem Gedächtnis streichen? Okay, wir gehen mal die Leiter hoch. Das ist voll die Versuchung hier, so ein bisschen Gummibärchenschälchen. Poki, hast du mal eine aufmunternde Nachricht zum Schluss? Ja, ganz schön düster, wie Edna hier in der letzten Szene... dass lauter Verzweiflung auch noch die Kirchenglocke schlagen muss. Ja, es, wie gesagt, es gibt halt noch ein happiges Ende mit diesem Kapitel. Dafür gibt es noch eine lustige Sache hier in diesem Screen, und zwar, wenn man sich die Ferne anguckt, dann kriegt man nochmal einen kleinen Ausblick darauf, was so aus dem Alumann geworden ist. Das hat mir gut gefallen. Na, dann machen wir das gleich mal. Nee, machen wir mal, heben wir uns für den goldenen Schluss aus. Ansehen? Made in Kruppstadt. Auf J7 Minor gestimmt. Was ist ein J7 Minor? Das hat mir mein Chiropraktiker verboten. Okay, was war das jetzt? Mit bloßen Händen? Nein, Edna, nicht mit bloßen Händen. Hau drauf, hau mal richtig drauf und lass alles raus, Edna. Komm schon, hau drauf. Oh. Mach keinen Lärm da oben, sonst komm ich rauf und hol dich runter.
Na, wir lassen uns von dir nicht einschüchtern. Mach keinen Lärm da oben, sonst komm ich rauf und hol dich runter. Na, meinst du wirklich? Das ist nicht der Deckel zu diesem Topf. Nein, aber das wäre bestimmt noch lauter. Okay, okay, okay. Schere. Daran beißt sich meine Schere. Okay, wir machen irgendwie Lärm, wir kriegen das hin.